Yo, la la la. Barbara Klosner, alias Miss Helvetia, herzlich willkommen bei uns. Euch auch ganz, ganz herzlich willkommen. Schön schauen dir zu. Wir haben eine volle, spannende Stunde mit dem Jodelstar Miss Helvetia. Wir haben eine exklusive Videopremiere, wir haben eine Albumtaufe. Das war der Naturjodel, a cappella. Und am Schluss jodelt sie nochmal eins mit musikalischer Begleitung. Jodelstar der Stunde. Miss Helvetia, wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich bin extrem nervös. Ich bin durchnervös, schon irgendwie seit einer Woche. Das Kind ist geboren. Oh, es war viel, viel Arbeit, aber ich bin so absolut glücklich, dass ich den Guten vorstellen darf. Ah, das ist toll. Wir haben ja bereits heute gross von dir geschrieben gehabt. Du erzählst uns sicher jetzt auch noch ganz, ganz, ganz viel mehr zu dir. Wenn ihr Fragen an sie habt, bitte stellen sie auf der Blick-Facebook-Seite in der Kommentarfunktion und Miss Helvetia wird sie euch ganz sicher sehr gerne beantworten. Sag mal, Miss Helvetia, hast du eine Schönheitswahl gewonnen oder wie kommt es zu diesem Namen? Also Schönheitswahl nicht unbedingt, weil das sieht man ja an meiner Postur. Und darum habe ich eben den Miss genommen, weil es eben eigentlich fast ein bisschen das Gegenteil ist. Aber ich habe ihn vor allem gewählt, den Namen, weil... Hast du schon mal den Zwefränkler angeschaut? Und da ist mir gesehen worden, ich gleiche in dieser. Dann habe ich das so ein bisschen angeschaut und dann musste ich sagen, das passt außerordentlich, weil ich mich so als Botschafterin fühle in der Schweiz. Ich war ja lange im Wäldchen, als Brückenbauerin. Miss Helvetia! Du bist ja auch sehr oft im Ausland unterwegs. Also du reist ja um den ganzen Globus. Du bist ja insofern auch so eine andere Jodlerin. Mal in Turnschuhen, mal barfuß. Du siehst dich eben als Kulturvermittlerin. Was hast du jetzt so als ganz verrückt oder spannend erlebt, so bei deinen ausländischen Auftritten? Also etwas Spannendes war, ich durfte die senegalische Hymne singen vor 1500 Leuten. Ich bin dort raus auf die Bühne. Ich habe geschlottert, weil für mich war es eine riesige Ehre, die Hymne zu singen. Und ich hatte Angst, hoffentlich kriege ich nicht aus dem Text. Und so. Aber zum Glück ist alles gut gegangen. Und das war wirklich etwas, ein Erlebnis, das sicher mein Leben geprägt hat. Wie bist du dazu gekommen? Ah, wie bin ich dazu gekommen? Also, bei uns hat man schon gegen gejodelt. Dovach Güst und mein Grossvater hat schon gegen die Schweizer örgelt. Mhm. Und meine Mutti hat gejodelt mit ihrer Schwester. Und eigentlich ist das so spielend gekommen. Also, ich habe das auch nicht wie gelehrt. Das ist einfach so, ja, wie im in der Gebärmutter ist das einfach geboren. Jetzt bist du ja quasi plötzlich so ein bisschen wie da gewesen. Wie ist so dein ganzer Werdegang? Also, du bist jetzt 37. Was hast du gemacht bis heute, bis zu dem Moment, wo man sagen kann, morgen tritt sie nämlich in der gleichen Show auf, wie zum Beispiel Helene Fischer oder auch Beatrice Egli. How comes? Was ist passiert? Was ist dein Werdegang? Also ich komme vom Diemtigtal, das sind meine Wurzeln. Dort bin ich in die Schule gegangen und dort hatte ich einen wunderbaren Lehrer, der eben gemerkt hat, dass das Schnudderweibli da nicht gerne rechnet. Eben viel lieber jodelt und dann ging mit mir gejodelt. Und dann habe ich das KV gemacht
Und dann wollte ich unbedingt auf Paris, weil ich bin so ein Fan von Romy Schneider. Und dann habe ich einfach im Hotel Ritz geschrieben, zu Paris, ich möchte gerne zu ihnen werken. Da habe ich leider eine Absage bekommen. Und mit welchem Grund? Ja, sie haben mich einfach nicht wollen, die wussten ja gar nicht, was sie verpasst haben. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich halt auf Genf. Das ist ganz, ganz, ganz weit fort, fast im Ausland. Dann bin ich auf Genf, habe dort 8 Jahre gewerkt und habe dazu ging ein bisschen gejodelt. Als was gewerkt? Als Kundendienstangestellte in einer Medizinalunternehmung. Und dann war ich dort später auch im Marketing und habe natürlich Französisch gelernt. Mhm. Und nebendran ging gejodelt, musiziert, auf einmal Auftritte kamen. Ich habe das wie nicht gesucht, das ist zu mir selber gekommen. Aber hätte ich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber hätte ich jemanden entdeckt? Also hat es mal den Moment gegeben, wo ein Traum oder du irgendjemandem über den Weg gelaufen bist, der gesagt hat, weißt du was, du gehörst auf die Bühne. Also entdeckt bin ich schon worden an meinem ersten Schrei. Und da hat Tobach, da hat Tobach gewusst und gesehen, jetzt ist um mich einmal ein rechter Jodler auf die Welt gekommen. Und ich glaube, das war der Anfangsstempel von meinem Werdegang. Aber dann, also weißt du, irgendwie etwas muss. Irgendwann wird es ja professionell. Mhm. Also ich nehme nicht an, du hast jedes Plattenlabel irgendwie angeschrieben. Nein. Vielleicht aber auch doch. Was ist denn da genau gegangen? Ich habe gar kein Plattenlabel angeschrieben, weil ich gar nicht wusste, wie das eigentlich funktioniert und wie das Ganze, die ganze Branche alles abspielt. Ich habe hier in meiner Familie eine wunderbare Seele, das ist meine Cousine. Und die ist voll in dieser Tätigkeit. Und die hat einfach mal irgendwo gesehen, hey, jetzt musst du vielleicht zu Eschbacher gehen oder irgendwie so etwas. Und dann eigentlich durch die Sendung Eschbacher ist jemand auf mich aufmerksam geworden. Das ist jetzt mein heutiges Management, Astrid van der Hagen. Und dann hat die auf einmal mir angerufen und gesagt, hey, könnten wir zusammen etwas machen? Dann habe ich zuerst so gedacht, ja, ich weiss es ja nicht. Ist echt das etwas für mich? Ich bin doch lieber, ich mache das alles lieber selber. So. Und jetzt ist das wirklich ist das, wie soll ich sagen, ein Glück gewesen, dass sie diesen Weg jetzt mit mir geht und dass ich jetzt eben heute dort bin, wo ich bin und dass ich ein Album habe, das einen guten heisst. Super, das ist sehr gut. Auf das kommen wir dann nachher noch. Miss Helvetia, wir haben es vorhin gesagt, der Name ist nicht ohne Grund. Man spricht sie darauf an, sie sehen aus wie Helvetia auf dem Zweifränkler. Schreibt eure Fragen auf der Facebook-Seite von Blick an die Miss Helvetia und wie sie sich auch optisch zu der Miss Helvetia verwandelt. Das haben wir gefilmt am Zürichsee. Das schauen wir uns jetzt zusammen an. Jo, la, la, la. Ich bin Miss Helvetia und ich bin überglücklich, dass mein Album rauskommt. Und das Album, das heisst «Ein Guter». Nicht, weil ich gut kochen kann, nein, weil ich eben so besonders gerne esse. Und ich habe dort einen wunderbaren Naturjodl getroffen, der heisst der Diemtigtaler Naturjodl. Und das Jodeln bedeutet mir extrem viel. Ja! Ich jodle schon seit Kindesbeinen, habe also schon mit meinem Mutti gejodelt. Aber es hat nicht nur Naturjodl drauf, sondern es hat eben auch einen Putzsong oder ein Putzlied drauf. Für alle Frauen, die ein bisschen putzen. Oder für Schnatterwibbeln. Da habe ich auch noch etwas geschrieben. Schön. Wir haben schon erste Fragen. Und zwar möchte Silvia wissen, wie lange arbeitet man, schafft man oder schaffst du an so einem Jodel? Ist ja nicht ganz alltäglich. Also wie lange das ich eigentlich habe, bis ich diesen Jodel habe? Ganz genau. Ich denke mal an so eine Stunde. Eine Stunde? Mhm. Nein. Mhm. Aber jetzt hast du ja auch noch selber geschrieben. Da habe ich etwas länger dran. Wenn man ihn selber schreibt, hat man sicher einen ganzen Tag dran. Okay. Und dann hat man ihn kreiert und dann muss man ihn aber noch produzieren. Dann geht es ja auch noch ein Tag, so 2 Tage. Aber nur eine Stunde? Also das ist schon noch relativ.
kurz. Wenig, ja. Ja, extrem wenig. Ich habe jetzt einfach noch das Flair, ich kann es einfach einmal, zweimal hören und nachher habe ich die Melodie im Kopf. Wow. Andere schön. Können gut kochen. Ja, schön. Jetzt sagen wir noch, erzähl mal noch ein bisschen von dem, was hinter der Kulisse so passiert. Also, es gibt ja immer wieder so, einerseits die Legende von der heilen Welt. Ja, von der heilen Welt. Ist das wirklich so? Mögt ihr euch alle? Bist du Freundin von der Melanie? Kannst du mit dem Kuhnzeug nicht Velo fahren? Habt ihr euch alle lieb? Ist das wirklich so Friede, Freude, der Eierkuchen, wie sie so könnte den Anschein machen? Oder knallt es auch mal? Ist man da auch eifersüchtig? Gibt es da Konkurrenz? Was passiert? Also eigentlich ist es immer sehr angenehm, wenn man andere Künstler sieht, weil die sind ja im gleichen Boot wie ich selber auch. Wir haben Live-Aufnahmen, wir sind völlig nervös und meistens hat man gar nicht so viel Zeit, mit denen zu reden. Und also knutschen tut es sicher nicht hinter der Bühne, weil sonst gehen wir schon mit einer ganzen falschen Energie auf die Bühne. Okay, also kein Versuch, kein Neid, du hast noch nie etwas gemerkt? Also eifersüchtig leiden, also ich denke es jetzt eigentlich nicht. Ich bin dem auch ein bisschen fern. Ich bin ein bisschen für mich irgendwo, wo ich mich konzentrieren bin. Natürlich gibt es Eifersucht. Menschen sind eifersüchtig, oder? Aber ich glaube, das lasse ich nicht so an mich herkommen. Jetzt hast du eben morgen den grossen Auftritt bei Hello Again. Triffst du auf Helene Fischer und Beatrice Egli und noch ganz viele andere. Es ist aufgezeichnet. Jetzt sagen wir mal, wie hast du das erlebt? Jetzt gerade mal so die Helene. Oder auch die Bea. Was ist da so backstage-mässig abgegangen? Also backstage-mässig bin ich natürlich schauen, wie die da pröbeln. Das hat mich natürlich selber sehr interessiert. Mhm. Weil ich bin auch gegen schauen, ob ich etwas noch lernen kann oder ob ich etwas eine Idee habe. Und das hat mich sehr inspiriert. Vor allem die Helene Fischer sieht live noch viel schöner aus als im Fernsehen. Oh, der wunderbare Rücken. Der hat mir gefallen. Der ist wirklich echt. Das ist nicht fake. Also auch die. Also einfach total durchtrainiert. Also ja. Nicht noch irgendwie mit Make-up, so ein bisschen Muskeln schattiert. Gar nichts. Das ist genau so echt. Sieht man sie live wie im Fernsehen. Und das hat mir auch so sehr imponiert. Sehr cool. Miss Helvetia, du hast uns ein Video mitgebracht. Wir feiern jetzt hier exklusive Videopremiere. Wir gehen jetzt hier noch mal einen Schritt zurück. Nämlich wir gehen zurück in den Winter. Wir feiern noch mal die kalte Zeit. Du machst das Ganze auf eine fröhliche, frische Art. Da ist die exklusive Videopremiere von Engeli im Schnee. Viel Spaß! Heute ist das Wetter wieder schlecht. Daheim ist grad gar nichts recht. Du bist spät für Pendlerbus. Odi, jetzt mach mit dir Schluss. Der Nachbar baut ein neues Haus. Das Handy hat schon wieder keinen Fuß. Der Chef ist so ein Brummelbär. Und dein Konto ist wie immer leer. Tausend Sachen, die das Glück versauen. Du bist schon ganz wuschi.
Miss Helvetia, wie bist du auf die Idee von Engel im Schnee überhaupt gekommen? Es gibt ja den Gotthelf-Film Uli der Knecht. Und dort wird mitten in der Nacht geschlägelt. Das hat so zu Gotthelfs Zeiten gehört. Und jetzt, heute, wenn wir so in einer Bar sind und wenn sie da ein bisschen zu viel trinken, dann kann nachher zum Beispiel der, der ein bisschen schaut, dass es ordentlich ist, kann zum Beispiel sagen, geh jetzt raus, ein Engel im Schnee machen. Dann geht es darum gut, das kühlt die Jumme ein bisschen ab. Oder vielleicht kann man auch sagen, wenn irgendjemand verrückt ist im Büro, kann man auch sagen, geh jetzt auf um, ein Engel im Schnee machen. Wegen dem ist das Lied eigentlich entstanden. Man sieht, dass es dann jemand macht. Ist schon mal jemand aus der Bar raus und hat gesagt, okay, jetzt kann ich schnell den Engel machen im Schnee. Bis oder jetzt, du selber. Also, ich habe es ja dazu genügend gemacht. Bis jetzt noch nicht, aber vielleicht wird das auf einmal kalt. Man weiß es ja nicht. Ja, man weiß es nicht. Wie einfach war das bei diesen Temperaturen? Es so war der Horror. Ich habe gelitten. 2,5 Stunden in der Tracht, mit den Trachtenschuhen im Schnee, lachen, gleich noch gut aussehen, die Bewegungen dürfen nicht steif wirken, hinter Achi gehen und nicht irgendwie ja, noch komisch aussehen. Ich hatte alles nass gehabt, aber ich habe einfach so da wie nichts weh, wo ich unbedingt ein gutes Video wollte und ich habe einfach dem Kamera nichts anmerken gegeben, dass ich leide wie verrückt. Du hast gerade gesagt, in der Tracht. Was trägst du für eine? Also das ist die Simmentaler Werchtigstracht. Mhm. Und, es gibt ja auch die Sonntagstracht, aber die hat diesen seitigen Schurz und das ist eben die Werchtigstracht. Wie viele hast du Trachten? Ich habe 11 Trachten, aber ich kann sie kombinieren. Da gibt es ungefähr so 30 verschiedene Trachten. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr etwas kommentieren wollt, schreibt auf der Blick-Facebook-Seite an Miss Helvetia. Wir haben eine weitere Frage vom Enrico, er möchte wissen, ist Jodeln überhaupt noch in? Wie erlebst du das? Also ich denke, Jodeln ist in wie nie zuvor. Ich mache das schon 10 Jahre, ich habe in Genf mit dem angefangen. Und ich denke, weil es dort so viele Ausländer hat und durch Globalisierung hat wirklich der Genfer auch wieder gespürt, für Schweizer Brauchtum, das ist etwas Gutes, das ist unsere Heimat. Und ich finde, ja, es ist nie so in wie jetzt. Erlebst du das gleichzeitig, also gleichwohl im Ausland und im Inland? Also im Ausland tun sie ja sehr viel die Schweiz auch mit Heidi verwechseln. Ja. Ja. Weil Heidi hat ja extrem, zum Beispiel in Japan, super Jodu gehabt. Ja. Die war ja bekannt wegen dem. Ja. Also, es kommt ein bisschen darauf an, wo man ist. In Afrika kennen sie uns als Schweizer Jodeln halt nicht so, oder? Ja. Aber in der Schweiz ist natürlich das Jodeln anders, weder irgendwo sonst im Ostland. Ich höre gerade von der Regie. Ich glaube, es ist ein Überraschungsgast da. Ui, Überraschungsgast. Regie? Ja, warten wir schnell. Sie bleiben dran. Es ist ein spannender Überraschungsgast. Wow. Wir werden alle ziemlich staunen. Ui, ui, ui. Es geht um Liebe. Es geht um Schlager. Es ist ein Mann. Er ist ein Schlagerstar. Mhm. Er wird bald reinkommen. Er kommt jetzt gerade hier. Wer könnte das wohl sein? Ja, hallo! Ein Überfall! Matthias! Du kannst aufstehen! Ich wollte einfach mal ganz kurz zum neuen Album gratulieren. Und da habe ich gedacht, wenn die Neues hat, kann ich ihr auch gleich mein Neues in die Hand drücken. Ja, das meine ist Güte. Ja mega! Herzlichen Dank, ich bin ja so geehrt. Und hast du schon mal verdammt, ich lieb dich gejodelt? Noch nicht. Mach's das mal. Das ist doch ein Tipp. Ich kann's nicht. Ola, nee. Ich meine, mach du mal. Ich glaube, wir machen eine Alpenrap-Version. Das wäre aber cool. Matthias, so schön bist du hier. Ich bin auch schon wieder weg. Ich würde so gerne aufstehen, aber ich bin so verkabelt. Bleib sitzen, macht weiter. Toi, toi, toi fürs Album. Und ja. Hey, wie cool. Liebe Grüße an alle. Ich bin wieder weg. Das ist nicht. Danke. Ciao, Matthias. Danke vielmals. Oh, wow, wie cool. Wie cool ist das dann? Gell, du zitterst? Nein, du bist ganz nervös. Ich zittere schon die ganze Zeit, ich zittere schon seit letzter Woche. Also, das ist ja jetzt wirklich auch für mich totale Überraschung gewesen, dass er da kommt. Gell, du hast ihn ja noch nie persönlich getroffen. Nein!
Und du hast mir nämlich im Vorgespräch, du hast ja nicht gewusst, dass er kommt, aber so im Vorgespräch, was so um andere Stars in der Schlagerszene und so gegangen ist, hast du gesagt, der Matthias Rehm, der ist schon coole Socken. Genau. Ah, und voilà. Mein Herz hast klopft. Du da? Es klopft da oben, man sieht so noch hier. Ich bin am Schlottern. So cool, ich hoffe, wir haben den Auftritt genauso genossen. Stellen Fragen an Miss Helvetia. Wir sind noch etwa eine halbe Stunde. Haben wir einen Tag miteinander. Du kannst dich jetzt ein bisschen beruhigen. Stellen Fragen auf der Blick-Facebook-Seite an die Barbara Klossner, alias Miss Helvetia. Ich habe bereits wieder eine Frage. Danke, Corinne, für deine Frage. Zum Video voran, Engel im Schnee. Sie wird wissen, wo ist das tolle Video gedreht worden? Oh, das ist eine ganz gute Frage, nämlich auf den Flumser Bergen. Wirklich? Ja. Warum dort? Ja, weil ich dort schon viele Auftritte hatte und wir haben gute Beziehungen zu diesen Bergbahnen. Und ich habe einfach gedacht, das passt gut, Flumser Bergen, Engel im Schnee. Das passt. Ja, das ist sehr schön. Du hast mir ja auch noch erzählt, bei dir ist am Anfang als Kind, das hätte so wie einen anderen Weg für dich auch noch gegeben, nämlich der von einer Balletttänzerin. Ja. Weil du auch da irgendwie hat man dein grosses Talent attestiert. Wieso nicht? Oder wie geht Jodeln? Eigentlich tust du heute so vieles kombinieren, gell? Aber wieso? Was ist mit dem Ballett? Was hat dich da so fasziniert? Und warum ist es denn doch nicht so weit gekommen? Mir hat einfach die Bewegung fasziniert und einfach auch die Schönheit von dem Tanz. Für mich ist das Tanz der Seele. Natürlich konnte mein Körper nicht alles können umsetzen, was da in diesem Köpfe ist. Oder im Traum kann ich die Bewegungen alle zusammen, aber es geht nicht ganz so mit meinem Körper. Und nachher habe ich gedacht, ja, okay, jetzt klappt das nicht mit dem Tanzen, aber jetzt tue ich halt tänzerisch singen oder jodeln, das geht ja auch. Und spannend ist, du hast ja auch noch ganz ein anderes Talent, beziehungsweise einen anderen Ausgleich. Das ist nämlich die brasilianische Kampfsportart Capoeira. Auch hier dabei haben wir dich gefilmt und wir schauen uns das jetzt sehr gerne an mit euch. Wie kommst du zum brasilianischen Kampfsport? Wie kommst du auf Capoeira? Brasilien ist einfach mein Traumland. Und bist du schon gewesen? Ja, ich war schon sehr viel dort. Und als ich nachher irgendwie, ich war im ganzen etwa 3 Monate in Brasilien. Und als ich dann wieder zurückkam, habe ich gedacht, ich muss in der Schweiz etwas Brasilianisches haben. Und dann habe ich in Bern eben die Capoeira-Schule gefunden. Darum gehe ich dort trainieren. Weil es ist einfach so schön. Alegria! Wenn man da irgendwie in Brasilien rausgeht, dann schüttelt sie ihm schon. Dann siehst du den Samba schon im Födi. Und dann geht es einfach ab. Oder? Und das gefällt mir. Was hast du 3 Monate in... Pardon. Was hast du 3 Monate in Brasilien gemacht? Und von was hast du gelebt? Das ist ja immer so, weißt, wenn jemand sagt, ach, ich bin mal so 3 Monate neu immer gewesen, fragt man sich ja immer, wow, wie hast du das können leisten? Hast du gespart? Hast du dort irgendwie, bist Surflehrerin gewesen? Was hast du gemacht? Also, ich habe zusammen gespart, habe einfach nur das Leben genossen, bei jedem Tag ein bisschen tanzen, trainieren und habe den Strand genossen. Manchmal braucht man so ein bisschen Auszeiten, für das man mich neu inspiriert ist, hier in der Schweiz, um etwas zu machen. Und darum sind auch die schönen Songs entstanden, weil ich dort die Auszeit habe genommen. Gehen wir noch mal eben auf das Capoeira. Es gibt ja zum Teil auch immer wieder Leute, die man draußen sieht, die das machen. Ist das so etwas für dich, wo du sagst, ich brauche das zum Ausgleich, weil ich jodle und ich rede so viel und meine Stimme brauche ich so stark und da ist jetzt etwas da gar nicht gegen mich, gar nicht in mir rein und da schwiege ich und da geht es um etwas anderes als um meine Stimme. Also es ist dort eben auch nicht schwiegen, man singt eben dort auch. Man singt dort wirklich auch brasilianische Lieder. Was mir aber gefällt, dass man so wild kann sein, dass man nicht irgendwie in einem Korsett oder weißt du auch nicht, eben, dass man so frei ist. Und das ist, denke ich, ein sehr guter Ausgleich, oder? Dass man am Boden kann sein kann und dass man ein Rädchen machen kann und dass man aber eben auch singt. Weil es wird auch viel gesungen im Capoeira. Und Berimbau wird auch gespielt, das ist so ein Instrument. Du machst ja auch den Spagat.
Also ich weiß nicht, ob man da schnell... Ich glaube, ich habe zu wenig Platz, oder? Ich glaube, ich habe zu wenig Platz. Gut, dann lassen wir das. Wenn ich Fragen habe an Miss Helvetia, Barbara Klosner, dann bitte stellen Sie uns auf der Blick-Facebook-Seite. Wir sind da noch etwa eine halbe Stunde im Talk miteinander. Irgendwelche Fragen, sie beantwortet alles gern. Jetzt scheinst du ja sehr ein talentierter Mensch zu sein. Du sagst, ach, man hat mich irgendwie mal entdeckt. Ich weiss es nämlich irgendwie immer noch nicht. Du hast gesagt, ja, es hat sich so ein bisschen ergeben und dann bin ich beim Meschbacher und jemand hat dann und so. Ich meine, wie kommst du überhaupt in eine Sendung, wie kommst du überhaupt dazu, eine Einladung vom Eschbacher, vom Kurt Eschbacher rüberzukommen? Hat es da nicht irgendwie den einen Moment gehabt? Da ist es einfach so ein bisschen Hand in Hand gelaufen und plötzlich stehst du einfach auf der grossen Bühne und bist auf der Blick-Titelseite. Ha! Also irgendwie, der Ursprung war eigentlich meine Mutter. Und ich habe einfach gedacht, ich möchte gerne mit meiner Musik ein breites Publikum erreichen. Und da habe ich an allen Orten gesehen, ich möchte das, ich möchte das. Und nachher ist es eigentlich einfach so gekommen, eigentlich mehr per Zufall. Aber ich kann jetzt nicht sagen, irgendeiner hat mich entdeckt. Mhm. Wahrscheinlich bin ich schon entdeckt worden, als ich auf die Welt bekam. Ja, wahrscheinlich. Oder? Wo singst du am liebsten? In einem Fernsehstudio, bei einem schönen Auftritt oder auf der grossen Bühne oder auch in einem kleinen Rahmen oder auf einem Kreuzfahrtschiff. Dort warst du ja auch gerade irgendwie letzte gewesen. Was ist so die Bühne für dich, wo du sagst, da bin ich daheim? Ich singe an allen Orten gerne, wo ich den Leuten ins Herz singen kann. Mhm. Also singe ich an allen Orten gerne. Es macht nichts aus, ob ich jetzt auf einem Kreuzfahrtschiff bin, ob ich jetzt an einer Beerdigung singe, an einer Hochzeit. Mhm. Es ist einfach dort, wo ich den Menschen berühren darf. Und das ist ging. Das ist schön. Was ist das Durchschnittsalter von deinem Publikum? Ah, das ist vom AHV-Teenager bis zum Baby. Alles? AHV-Teenager? Alles, ja. Das ist so. Du scheinst ja diverse Talente zu haben. Jodeln ist ganz klar. Früher war es auch noch Ballett. Capoeira, hast du auch ein grosses Talent. Gibt es irgendetwas, das du nicht kannst? Ich kann nicht gut kochen. Nein? Und ich kann nicht gut basteln. Und ich kann nicht gut schminken, ich kann nicht gut frisieren. Ich kann so viel nicht eigentlich. Also eigentlich vieles oder alles, was mit den Händen zu tun hat? Ja, das ist es so. Ich bin nicht so handfertig. Mhm. Aber essen tust du gerne? Oh, essen tue ich liebend gerne. Du hast ja gesagt, ich meine, man kann ja das auch immer offen sagen, du hast gesagt, ich will Schoki, weil wenn ich keinen Schoki habe, wenn ich Hunger habe, ich komme nichts essen, dann werde ich hässig. Genau, das ist so. Gell? Das ist das Wichtigste. Und wieso Schokolade? Wie kommst du jetzt irgendwie so ein auf das? Und Schokolade beruhigt mich halt gegen. Es ist einfach so fein. Ehrlich? Mhm. Jetzt überlege ich mir gerade mal so, und ich nehme an, viele draußen denken, fragen sich auch, wenn man dich so sieht, was bist du privat so für ein Mensch? Bist du liiert? Wie lebst du? Wohnst du in einem Bauernhaus oder wohnst du in einer Loft? Erzähl uns mal so ein bisschen oder erzähl mir, wie du lebst. Ich wohne in einer normalen Wohnung und was mache ich? Ich bin eigentlich ganz ein ruhiger Mensch, wenn ich nicht auf der Bühne stehe. Mhm. Bin ich sehr gerne für mich in der Natur, bin gerne mit meiner Familie zusammen, gehe sehr, sehr, sehr gerne reisen. Mhm. Und eben gehe auch viel mit meinem Vater das Nachtessen oder irgendwo auf eine schöne Terrasse, Aussicht geniessen. Ja, das bin ich. Die erste Frage war, bist du liiert? Die hast du noch nicht beantwortet. Das nimmt die Wunder. Ja, das nimmt mich jetzt Wunder. Jetzt habe ich einfach darauf gepokert, dass du das vergisst. Nein. Du vergisst das schon nicht. Nein, du bist ein Schnodderweibli. Da habe ich im Fall auch ein Lied, das heisst Schnodderweibli. Und ich darf auch so sagen, dass ich wirklich schon besetzt bin. Oh, sehr schön. Ja. Ich habe eine Frage, auch von der Corinne, die vorhin wollte wissen, wo das tolle Video gedreht wurde. Würdest du auf der Schlagerwelle 2019 teilnehmen, wenn es dann wieder eine gibt? Das weiß ich jetzt heute noch nicht. Ich würde natürlich sehr gerne wieder teilnehmen, weil es ist ein riesiges Erlebnis war, was wir in dieser Woche erlebt haben. Das erleben manchmal auch die Leute nicht einmal in 50 Jahren. Es war lustig, wir konnten so lachen, wir haben gesungen, wir haben gefestet. Also schlagen, weil nur schnell, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Dass die Leute wissen, wo es nicht. Ich kenne den Begriff, weißt du, wo der Begriff Schlagerwelle. Ist das ein Schiff? Ist das eben da das Schlagerschiff, gewesen, wo du jetzt gerade bist? Das ist eine Kreuzfahrt. Und dann kommen Schlagerstars auf das Schiff,
singen. Zum Beispiel DJ Ötzi war da, Beatrice Egli. Und nächstes Jahr werden sicher auch wieder tolle Stars da sein. Ich habe da schon etwas gehört munkeln, dass da ganz grosse Ständchen werden kommen. Also, wenn ich irgendwie kann, würde ich sicher sehr gerne wieder dabei sein. Aber es ist noch nicht ganz entschieden, weil sie alles sieben aufgelesen. Aber ich kann euch sagen, es wird einfach fegen. Aber jetzt reden wir davon, du bist jetzt gerade. Ja. Wann ist das, wie lange ist das her? Was hast du alles Lustiges erlebt? Also ich war gerade vor einer Woche. Ich habe mein Zimmer nie gefunden. Ich habe mich dauernd in diesem Labyrinth verloren. Ich habe noch am letzten Tag nicht gewusst, wo mein Zimmer ist. Wieso? Es ist so gross. Es hat alles dort. Es hat Fitnessraum. Es hat sehr viele Zimmer. Man kann an allen Orten essen. Natürlich das Schlaraffenland. Es hat ein Swimmingpool. Es hat einfach alles. Und ich habe einfach mein Zimmer nie gefunden. Und ich habe den Schlüssel auf den Pott verloren. Mir ist nur ein Seich passiert. Hast du auch sonst lustige Szenen erlebt, wo du sagst, oh, interessant, jetzt sind die in die gleiche Kabine gegangen? Also, oder, da hat es extrem viele Storys gegeben. Auf dem Schiff passieren Sachen, die man nicht denkt, weil man ist ein verwandelter Mensch. Pack aus, bitte unter uns. Ja, ich weiß es nicht. Aber es ist sicher interessant. Aber zum Beispiel, komm, irgendwie, musst du ja keinen Namen nennen. He, machen wir es einfach mal so, ohne Namen. Was willst du genau wissen? Alles. Alles? In der Kabine oder betrunken vor dem Barhocker oder das ist nicht passiert, nein, dass jemand betrunken vor dem Barhocker ist. Aber die anderen Sachen, ich bin dann auch schon nicht so ganz zusammen, so spezielle Paarungen? Eigentlich, also bei den Stars nicht, weil die sind ja meistens nur einen Tag hergekommen und wieder gegangen. Aber bei den Privatleuten vielleicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Was sind eigentlich so deine Pläne? Was kommt so auf dich zu? Was können wir von dir noch erwarten? Also meine Pläne sind jetzt auf jeden Fall, dass ich jetzt gerade meine CD taufen, glaube ich. Und ich bin schon ganz gespannt, für dass ich mein zweites Album, dass ich schon gleich wieder Songs schreibe. Auf das freue ich mich extrem, weil das ist immer so entspannend. Und viel auf der Bühne stehen. Ich würde auch 3 Wochen auf Westafrika-Tournee gehen. Ich habe sehr viele Auftritte, die jetzt kommen. Und auf das freue ich mich gigantisch. Schweiz, Ausland, ist es also ein bisschen gleichermaßen verteilt? Also zurzeit ist natürlich die Schweiz im Vordergrund. Aber nachher denke ich auch das Ausland. Also das war ja schon früher so gewesen. Ich habe sehr viel im Ausland gespielt. Und das wird sicher auch kommen. Ach, noch mehr? Schön. Ich weiss von deinem Management her, dass du dein Baby noch nicht in der Hand gehabt hast. Nein. Ich habe es selbstverständlich da. Wir taufen jetzt deine CD und wie du es gewünscht hast, das sind ja deine, ich habe so schnell die Kamera. Ein guter heisst die neue CD mit 18 verschiedenen Songs. Die heissen, eins ist zum Beispiel ein Putzpolka. Ist es ein Hommage an Putzleute oder ist es noch ein Hommage an dich selber, weil du deine Sachen selber machst? Was ist ein Putzpolka? Was hat es mit denen auf sich? Es ist eine Hommage an die Schweiz, weil die Schweiz ja gegen so gerne putzt. Und es ist eine Hommage an alle Frauen und auch an alle Männer, dass sie dort mal den Fäckhut und selber auch noch ein bisschen in die Arme oder in die Hände nehmen. Das ist der Putzpolka. Gut, dann warte mal. Was haben wir denn da noch drauf? Glucksi. Was ist ein Glucksi? Ich als Glarnerin kenne den Begriff nicht. Glucksi. Glucksi ist Hiccups, oder wie sieht man dem? Ah, der Hitzki! Der Hitzki, sagen dir, genau. Der Hitzki, gut. Den habe ich auch gebaut, darum habe ich einen Glucksi-Song geschrieben. Ja, den habe ich auch gebaut. Einmal, zweimal am Tag habe ich den. Gut, dann haben wir Sprüchli, das Fünfi la Grazie. Wann lässt du das Fünfi la Grazie? Ich denke, bei mir daheim beim Putzen, dann lasse ich den ab und zu das Fünfi la Grazie. Genau. Dann danke, an wem dankst du? Also ich danke allen Leuten, die mir natürlich geholfen haben, diese CD zu machen. Und ich danke jetzt auch dir, liebe Flavia, dass ich hier durfte in deine Sendung kommen. Und ich bin einfach danke, du bist auch noch nicht fertig. Aha! musst du nicht meinen? Nein. Wir haben da noch, einige oi, Sachen vor. Ja. Dann, warte jetzt mal. Locker. Das ist natürlich auch... Das bist du. Ja, nicht gegen. Also mit doch manchmal am Montagmorgen muss ich auch ein bisschen lockerer werden, gell, wenn da alles ein bisschen abläuft.
Faustdick in den Ohren. Faustdick. Wer hat das? Das hat die Schnotterwiebeln, nicht jedes ganz Faustdick in den Ohren. Und du, wann hast du Faustdick in den Ohren? Jede Zeit, jede Sekunde. Also los, bevor wir sie taufen, würde ich lieber noch schnell Fragen an dich stellen. Und zwar der Henry Grabsri will wissen, ob jöherzig der Henry Grabsri fragt, ob du ihn würdest in die Kamera grüßen. Henry Grabsri. Also das mache ich natürlich liebend gern, Henry. Es kommt von Herzen und wie kann ich besser grüßen als einfach mit einem improvisierten Juchzger, nämlich ja! Grossartig. Henry, ich hoffe, du sie haben Freude daran. Dann, der Nikolai wird wissen, was ist dein liebste Reiseziel und mit wem würdest du gerne dort angehen? Natürlich, mein liebstes Reiseziel ist Brasilien, Rio de Janeiro. Mhm. Und gerne gehe ich da mit meinem Liebsten dorthin. Schätzeli. Ist das geplant für das Jahr? Dieses Jahr nicht, weil es läuft viel zu viel. Das neue Album 18 schöne Jodler drauf von der Miss Helvetia. Das Album ist frisch ab Presse, wie man so schön sagt. Du hast gesagt, Album darf ich nicht mit Champagner, sondern mit Milch im Güppli-Glas. Selbstverständlich haben wir das. Da für dich. Dann würde ich sagen, herzliche Gratulation, viel Erfolg und hey! Miss Helvetia. Merci viel, viel mal. Ist relativ gewöhnungsbedürftig. Aber du bist ja auch ein bisschen anders als alle anderen. Du willst es ja auch ein bisschen anders. Wo unterscheidest du dich noch von der Masse? Was gibt es noch so? Ein Tick, Kanten und Ecken? Also sicher, dass ich in der Tracht auftrete. Das ist natürlich eigentlich, ja, das sieht man sonst nicht so. Mhm. Und was gibt es noch andere? Ja, dass ich gern einfach von der Leber, ich tu gern improvisieren. Ich habe nicht gern alles so nach Schema. Mich kann man ganz schlecht in ein Schema pressen. Ich bin gern, wenn ich frei bin. Oder es gibt mehr Künstler, die genau jede Bewegung berechnet haben. Und, so. Und bei mir ist das gar kontraproduktiv. Bei mir ist das Beste, wenn man sieht, geh raus und mach. Dann fühle ich mich am wohlsten. Du hast mir auch noch gesagt, zum Beispiel deine Küche ist ganz rosa. Du lebst gerne in einer Merli-Welt zwischen Elfen, aber doch auch wieder Hollywood-Stars. Gehen wir mal auf die Küche zurück. Wieso hast du eine rosa-rote Küche? Weil mir rosa-rot so gut gefällt. Und du bist jetzt heute perfekt gekleidet. Du gefällst mir extrem. Aber rosa-rot, das kommt natürlich von meinem Ballettspiel. Das ist halt schon gegen. Oder rosa-rotes Tüte, das war für mich wie irgendwie ein Dior-Kleid von weiss nicht was, oder? Genau. Gibt es irgendwie sonst noch etwas, wo du sagst, das macht mich speziell. Sammelst du irgendwelche Gartenzwerge oder Schminkpinsel oder hast du Angst vor Spinnen? Oder gibt es irgendwie noch etwas, wo du sagst, die Miss Helvetia ist in gewissen Sachen ganz anders als alle anderen? Also sammeln tue ich eigentlich nichts. Was ich aber ganz gerne habe, sind so Musikböchsel. An allen Orten in meiner Wohnung habe ich so drei Musikböchsel, die ich an allen Orten anlassen kann, für das ich an allen Orten Musik habe. So richtig schöne Kindermusik. So, ja, das ist was für Musikböchsel? Das gibt doch so Sättige, wo man so zum Auftreten kann. Ja, genau. Und nachher, oder es gibt doch auch für Kinder, oder? Wenn man selber zum Einschlafen, dann gibt es so die Musikböchsel. Das liebe ich über alles. Und da habe ich zum Beispiel La Via Rose oder von Mozart habe ich da irgendwie Melodien. Oh, wirklich? Ja, genau. Oh ja, was hörst du sonst so? Also gibt es bei dir, ich sage jetzt mal in deiner Playlist, gibt es dort eine Lady Gaga oder eine Rihanna oder was bei gibt's mir ist querbeet. Aber zum Beispiel jetzt so Matthias Reim, das kann vom Schlagen, das kann wirklich Soul sein, das kann afro-brasilianische Musik sein, das kann irgendetwas Klassik, kann ich sehr, sehr gerne. Also ich habe einfach Musik gerne. Aber gehst du selber auch an Konzerte? Also wenn man jetzt zum Beispiel weiss, Britney Spears kommt in die Schweiz oder Justin Bieber, wärst du eine von den Ersten, die sagen, klar, gehe ich hin? Ich gehe sehr gerne an Konzerte. Yeah. Was ich am liebsten würde schauen, mal Anna Netrebko live. Die gefällt mir, weil die
Die habe ich mal im Lift gesehen, durch einen Zufall. Verzeih. Ja, das war ganz lustig. Ich hatte einen Auftritt in Zürich. Ja. Und am Morgen um 10 Uhr. Oder? Und dann hat man mich engagiert, für irgendwo ein Frühstück einfach in ein Zimmer zu jodeln. Dann hat mir meine Mutter gesagt, hier Baby, gang nicht dorthin, das kommt nicht gut. Wieso? Ja, am Morgen um 10 Uhr zu einem Mann zu jodeln, das kommt nicht gut. Und dann habe ich ihre Mutter gesagt, sie da sind zusammen, oder was? Nein, gar nicht. Dann habe ich ihre Mutter gesagt, jetzt gehe ich einfach mal gucken. Und das war super, das ist ein super Auftritt. Und nachher war das Opernhaus nebendran und dann stand noch nicht der Epco im Lift. Nachher habe ich ihr gesagt, you are so beautiful, you have such a nice voice, I love you. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich singe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich singe, weil ich war gar nicht Tracht und so. Und dann hat sie gesagt, ja, sie tun ja singen. Und ich gesagt, ja, ich bin Fan von dir. Und dann ist jeder sein Butler gekommen und gesagt, oh, gange. Oh nein, wirklich? Genau. Aber es war so lustig. Aber das heisst, sie war also schon mal quasi mit einer Person schon mal im Lift gewesen, also Bodyguard oder Butler oder Betreuer oder so. Genau. Nein! Aber es war ein super Augenblick, ich wollte ihn nie missen, vergessen. Das ist super. Du hättest genau können, wie du das nämlich ja auch einmal gerne machst. Du bist ja jemand, der spontan überall und gerne singt. Im Lift, im Tram, an der Busstation, im Kiosk. Hättest du doch da einfach schon müssen, zack. Ich habe mich doch nicht so dafür gehabt. Heute würdest du es machen, gell? Ja klar, wenn sie nochmal in die Form stehen, würde ich gerade anfangen jodeln. Und wie wirkt sie so in Nacht, Natura? Sehr schön. Und sie ist auch sehr, sehr sympathisch. Ich glaube, sie hätte mit gross. Mir... Ah, sie ist etwa so wie ich. Was bist du etwa? Grösser. Ich bin 1,65. Okay. Und für mich war es einfach super. Ich bin dort jodeln, oder? Und auf einmal ist einfach so ein Weltstar vor mir, den ich jeden Tag bewundere. Das ist schon noch schön. Schön, ne? Ja, weil manchmal... Der Zufall, dass die gerade dort ist. Mhm. Komisch, oder? Ist weil, weißt, gleich... Ja. Ja, da denkt man manchmal, oder? Ja. Aber manchmal ist es halt so im Leben. Weißt du, was auch interessant ist? Ich habe ja auch schon sehr viele bekannte Leute getroffen. Gewisse haben eine viel stärkere Ausstrahlung, als man meint. Ja. Und andere, wo man denkt, oh wow, die Aura haut die wahrscheinlich um, ist wie ein Schluck Wasser. Ich habe das gutes Thema zu dem. Ich habe mal vor Alain Delon dürfen singen. Nein! Also, ich habe einfach da. Eigentlich hätte ich nicht dürfen. Ich habe den gesehen. Und dann ist mir durch den Kopf, wow, Tommy Schneider hat den angeschaut in seinen Augen. Dann habe ich gedacht, wie kann ich die Aufmerksamkeit auf mich wecken? Nachher bin ich dort her, so 5 Meter, und in seiner Aura habe ich schon gespürt, Ehrfurcht. Dann habe ich gedacht, meine einzige Möglichkeit ist, ich muss singen. Dann habe ich angefangen zu singen und dann ist das wie im Film gegangen. Der hat auf das Mal sich so gekehrt, wie in Zeitlaube. Lupe hat mich angeschaut und hat mir die Hand gegeben. Nein. Und dann ist er verschwunden. Nein. Ja, dann ist er verschwunden. Dann hat er einfach nichts mehr gesehen. Und dann habe ich gedacht, Jesus Gott, wenn er jetzt würde ich sagen, Madame, est-ce que vous me suivez? Ja, ja. Ich hätte gesehen, oui. Du, aber nein, wer war das? Das war in Genf, wo ich mal einen Auftritt hatte. Ich weiß es nicht mehr, an welchem Event. Aber da ist der einfach. Aber ein Jahr, 100 Jahre? Nein, das war vor zwei Jahren. Nein, und dieser Mann, der hat immer noch eine Ausstrahlung. Das friert mich jetzt noch. Der hat einfach so eine Präsenz. Das ist Wahnsinn. Das ist grossartig. Gell? Es gibt diese Leute. Das ist enorm. Die kommen im Restaurant in den Raum rein. Du sitzt sogar mit dem Rücken zur Tür und du merkst einfach, wow, da kommt eine Persönlichkeit rein. Genau. Das ist grossartig. Ja. Ich nehme an, es geht auch vielen Leuten bei dir so. Spätestens, wenn sie dich hören von fern oder von näher. Merci für das Kompliment. Wir dürfen dich ja jetzt noch hören. Mhm. Ich könnte aber noch ganz, ganz schnell sagen, wenn ihr noch, wir haben jetzt noch ein paar Minuten den Live-Talk mit der Barbara Klosner Acker, Miss Helvetia, Star-Jodlerin. Wir haben ihr Album getauft. Ihr könnt auf der Blickseite schauen. Für Blickleser gibt es vergünstigte Angebote. Die haben wir getauft. Wir haben eine exklusive Videopremiere gehabt, von Engeli im Schnee. Und wir haben einen Überraschungsbesuch gehabt vom deutschen Schlagerstar Matthias Reim. Das ist grossartig, oder? Wenn ihr noch irgendeine Frage an Sie habt, bitte stellen Sie auf der Blick-Facebook-Seite in der Kommentarfunktion. Ein bisschen rasch machen. Und nachher sind wir dann fertig, weil du hast jetzt noch einen schönen Auftritt mit dem Akkordeonist, mit dem
Adamo Heller. Adamo das ist meine Perle im Hintergrund. Ich bin so froh, dass er heute hier schon so schön wird Örgeli spielen. Ach, so schön. Sag mal noch schnell, das können wir ja nicht einfach so einpacken hier lassen. Nein, nein. Dein Album und das Stück, das du jetzt auch vortragen wirst, heisst «Ein Guter». Genau. Why? Ein Guter. Warum ein Guter? Weil ich einfach gefunden habe, die Schweiz braucht ein Lied, das einander einen Guten wünscht. Gibt es das nicht es schon? Es gibt es nicht schon. Eben, die einfachen Sachen gibt es noch gar nicht. Das ist ja so. Und für mich ist das Essen so etwas Wichtiges und so etwas Schönes, Soziales, dass man einfach einander einen Guten wünschen soll. Mhm. Zum Mittag und zur Nacht. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, es ist immer noch schön in der Mittagszeit. Dann möchte ich dich bitten, langsam das anzustimmen. Vielleicht noch ein Wort. Ich tue mich zuerst verabschieden, weil der Live-Talk hört dann auf mit euren Klängen. Das ist ja wunderbar. Ich danke euch viel, viel mal für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse, für eure Fragen. Dir, Miss Helvetia, danke ich viel mal, dass du vorbeigekommen bist, dass wir zusammen dein Album taufen können. Von Herzen alles Gute, viel Glück und nochmal Prost. Prost. Und die Schocke lassen wir nicht anliegen, gell? Mm-mm. Morgen Abend ist sie bei Hello Again zu sehen. In der gleichen Show bei Beatrice Egli und Helene Fischer. Und jetzt bitte ich dich. Singen. Ja, und vielleicht willst du auch noch etwas genau sagen, um dich zu verabschieden. Also, ich wünsche euch jetzt einen guten. Vielleicht habt ihr schon gegessen oder vielleicht auch nicht. Ging, wenn ihr esset, denkt an die Miss Helvetia. Ihr könnt auch gerne auf meine Webseite gehen, misshelvetia.com. Und dort kann man dann wirklich. Nein, nein, ja, ja, ja. CD ja. Das ist gut. Das ist also, das ist jetzt gut. Also, ich wünsche euch einen guten. Adamo, ich glaube, du bist bereit. Wir singen diesen guten Song singen. Session. Am 8. Februar hier ging mit Werken an, im Welschen schlafen an, der denkt noch niemand dran. Das Ganas ist für uns, wo heute Sonnenstich, doch etwas ist für alle, Punkt 12 gleich. Ein guter miteinander, von Zürich bis Genf und in Doppelschand. Ein guter miteinander, sonst Mittag, sonst Nacht, im ganzen Land. Ja, la, la. Das gibt der nötige Schwung. Die einen gehen in die Bude, die anderen mit dem Hung. Strudi sagt zum Max, wie wär's mit uns zwei? Es gelustet nie ein Dessert, oder bist du gäng noch treu? Ein guter miteinander, von Zürich bis Genf und in Doppelschland. Ein guter miteinander, sonst Mittag, sonst Nacht, im ganzen Land. Ja, ja. Bodensee bis zur Eigerland. Es schmeckt so fein, es bringt mich durcheinander. Kommt jetzt all an Tisch. Spaghetti oder Krautstil, das ist mir so Wurst. Elbler Macaroni, Rivella gegen Durst. Viel wichtiger ist für mich, das geht jetzt alle an, dass ich euch jetzt etwas wünschen kann. Ein guter miteinander, von Zürich bis Genf, oi Doppelschwand. Ein guter miteinander, sonst Mittag, sonst Nacht im ganzen Land. Ein guter miteinander, von Zürich bis Genf, oi Doppelschwand.
Ein guter miteinander, sonst Mittag, sonst Nacht im ganzen Land. Ja, la, la.